Dieses Bild zeigt die roten Funken am Hahnentor bei der Arbeit. Die roten Funken, und das wird hier sehr, sehr deutlich, waren im Prinzip eine sehr lustige Truppe als Stadtsoldaten, obwohl sie eine sehr ernste Aufgabe hatten. Das hat eine lange Tradition, und wenn man einmal zurückblickt, dann liegen die Ursprünge dieser Stadtsoldaten weit im 14., 15. und 16. Jahrhundert zurück. So hatte Köln schon im 15. Jahrhundert ein Zeughaus, und in diesem Zeughaus wurden die Waffen der Kölner Bürger aufbewahrt. Und diese Kölner Bürger stellten Ehrengeleite, Ehrengarden. Was unbekannt ist aus dieser Zeit, ob sie bereits die rot-weiße Uniform trugen, denn die meisten, die damals angeworben wurden, waren Söldner aus anderen Armeen, und man kann es sich vorstellen, dass es ein ziemlich bunter Haufen war, die auch eine gewisse Vergangenheit vorzuweisen hatten. Und die Uniformen selbst der Roten Funken sind wohl im 17., 18. Jahrhundert eher belegt. Und dass die Stadtsoldaten ihre Arbeit nicht ganz ernst genommen haben, das ist belegt durch Reiseberichte von Belgiern, Holländern, Engländern, die ihre Reisebeschreibungen aufgeschrieben haben und immer wieder an den Stadttoren dann auf diese Stadtsoldaten trafen und die dann auch mal im angetrunkenen Zustand vorgefunden wurden oder doch auch in der Lage waren, Geld zu erpressen, damit man schneller durch das Tor kam. Also Klüngel, Korruption, das haftete diesen Stadtsoldaten an. Der Mythos der Roten Funken, der ist nun begründet innerhalb der Franzosenzeit. In Köln sagten die Franzosen, wir nutzen die verbliebenen Stadtsoldaten zu den Wachen an den Toren, was dann auch geschah, in sicherlich abgerissenen Uniformen, ohne Gewehre, vermutlich mit Besenstielen bewaffnet, haben sie in der Franzosenzeit Wache geschoben. Nun, die Pensionen waren niedrig, genauso wie der Sold in den Jahrhunderten vorher auch niedrig war. Sie waren also in einem permanenten Zustand doch einer gewissen Armut. Wir haben einen Beleg gefunden, ein kleines Heft im Stadtmuseum, Funke Föhr von 1812, ein kleiner Gedichtband, anonym gedruckt. Dort wird schon die ganze Geschichte der Funken erzählt, auch mit einem lachenden und auch weinenden Auge. Aber der Mythos beginnt dort, und es ist zu vermuten, dass die damalige Olympische Gesellschaft, die in Köln ja ansässig war, bis 1811, 12, da auch schon versuchte in der Franzosenzeit so etwas wie einen Rosenmontagszug der Generation 1823 zu installieren und dort auch die Funken zu implementieren. Wenn wir nun uns die Strukturen des Rosenmontagszugs von 1823-24 einmal anschauen, dann finden wir dort sehr viele Elemente aus den kirchlichen Prozessionen, die Hilienknechte und Mächte zum Beispiel, und Erinnerungsstücke an die Freie Reichsstadt Köln. Und Abbild für die Freie Reichsstadt Köln waren die Stadtsoldaten, also die Roten Funken. Und so ist der erste Rosenmontagszug ein Mix aus Prozession, kirchlicher Prozession und bürgerlichem Stolz, der dort dann 1823 im Februar durch Köln ging. Der König Karneval musste ein Geleit haben, musste eine für die Kölner klar erkennbare Truppe haben, und das waren dann die Roten Funken.